Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Tresentalk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, in den Podcast, dem ihr hoffentlich bereits beim Deutschen Podcastpreis mit eurer Stimme unterstützt habt. Zoe, ich hoffe, du nimmst hier zur Kenntnis, wie proaktiv ich hier den Wahlkampf leite. Ja? Das machst du sehr gut. Vielleicht engagieren wir uns auch noch ein paar Bots oder Cambridge Analytica, die uns ein paar dubiose Anzeigen auf allen Facebook-Seiten schalten, damit wir so breitflächig gestreut werden auf allen Menschen, die für uns voten könnten. Nee, ich habe da auch auf jeden Fall aus den USA, aus den Präsidentschaftswahlen gelernt. Genau. Ich habe mir da Notizen gemacht. Ich gehe das Ganze jetzt ein bisschen professioneller an und von Flinkboten bis zu meiner Familie, die ich ja über Ostern quasi in Kassel besucht habe, werden alle potenzielle WählerInnen akquiriert hier. Ja, richtig so. Genug der schamlosen Eigenwerbung. Deine Ostern brennen relativ wild. Ja? Dein Ostern sitzt ja auch immer noch ein bisschen in den Knochen. Ich wollte gerade sagen, mein Ostern ist noch immer nicht zu Ende. Lass uns vielleicht einfach über dein Ostern reden. Hast du denn die Feiertage gut überstanden? Ja, tatsächlich. Donnerstag und Freitag war ich unterwegs und die anderen Tage war ich dann relativ entspannt zu Hause und habe mich von meinen ersten beiden Feiertagen überholt. Und ich war dann auch ganz illegalerweise am Karfreitag tanzen, wo man das natürlich nicht darf. Und zwar mit dir. Ich wollte gerade sagen, mal zusammen so schließt sich da hat alles begonnen. Seitdem hält mein Osterwochenende eigentlich auch an. Ich fand es tatsächlich ziemlich cool, auch wenn ich jetzt ein bisschen drüber lachen muss. Du bist mit der Idee des illegalen Raves angekommen. Also uns wurden da so Informationen zugespielt und ich habe mich total gefreut, weil es auch mein erster Rave seit, weiß ich nicht, einem Jahr oder so ist. Ein bisschen weniger vielleicht. Ja, was denn vielleicht doch nicht. Aber schon ein bisschen länger. Was vielleicht auch einfach dem geschuldet ist, dass ich es hasse, auf Raves und Open-Air-Veranstaltungen zu sein im Winter, weil ich immer zu doll friere und dann das hasse, auf so illegalen Open-Airs irgendwo im Winter zu sein, ein dick eingepackt und dann mir den Arsch abzufrieren für ein paar Stunden, auch wenn die Musik oder die Leute ganz cool sind. Aber deswegen, ja, habe ich mich gefreut, dass diesmal uns Informationen über eine Autobahnbrücke zugespielt wurden. Ich fand die Location halt richtig cool. Super, muss ich sagen. Mhm. Also für die HörerInnen zur Erklärung, es war tatsächlich in einer Autobahnbrücke und bei dem einen oder anderen Gast, bei der einen oder anderen BesucherIn, bestand ja die Angst, die Polizei könnte kommen. Ich hatte die Furcht zu keinem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn wir den Eingang so schwer gefunden haben, ich glaube, wir haben eine Stunde gesucht oder so. Ja, es war nicht so leicht. Das war nicht so leicht. Wir wollen natürlich auch nicht zu viel Informationen droppen, wie man da reinkommt und wo man da reinkommt, damit die Personen, die vielleicht da waren oder es auch mitorganisiert haben, nicht in Teufels Küche gebracht werden. Aber das Ganze war sehr gut organisiert und es war auch sehr lustig. Ja, definitiv. Also genau, da hat mein Osterwochenende quasi gestartet. Angefangen. Genau. Und Karfreitag, da brauchten wir eigentlich schon so ein bisschen Regeneration. Im Robert Johnson, da hätte man Karfreitag gerne gefeiert. Doch in der Nacht vom grünen Donnerstag auf Karfreitag wurde der Club in Offenbach von der Polizei geschlossen. Ich finde es ein bisschen witzig, denn die clubbetreibenden Personen, die reagierten relativ empört. Und genau, die haben dann halt gesagt, in der 23-jährigen Clubgeschichte hätte man eigentlich niemals auf diesen Feiertag Rücksicht genommen und niemals hätte man da von behördlicher Seite darauf reagiert. Ich finde es auch ein bisschen abstrus, weil gerade in Berlin, wo, gut, die Stadt ist ja sowieso dafür bekannt, immer so Reglements etwas laxer zu sehen und auch zu handhaben. Aber ich habe selten, also eigentlich ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass ein Club oder eine Lokalität am Karfreitag schließen musste wegen Tanzverbot. Ja, also von Bundesland. Seit Jahren wird ja auch das Wochenende von Ostern gerne als so ein super langes, exzessives Feierwochenende genutzt und der Karfreitag gehört da schon immer mit dazu. Ja, da also, ja, also von Bundesland zu Bundesland wird es schon anders geregelt. Ja, aber in Berlin. Ja, in Berlin, aber Robert Johnson ist ja Hessen, ist Offenbach, ne? Ja. Aber in Deutschland ist eigentlich Karfreitag Tanzverbot, ja? Und Offenbach gehört zu Deutschland. Und ich komme ja aus Hessen, da wird Stell das Stell dir noch mal ein vor, hier wird so ein Club am Wochenende geschlossen am Karfreitag. Also während der Veranstaltung, stell dir das mal vor, du bist hier Karfreitag feiern und dann um 2 Uhr morgens steht die Polizei im Land. Tanzverbot, die müssen jetzt alle gehen. Ja, das ist eine abstruse Vorstellung. In Berlin hätten die, glaube ich, auch viel zu viel zu tun, aber in Offenbach gibt es jetzt nicht so viele Clubs. Keine Ahnung. Das ist leichter durchzusetzen. Aber ich finde die diese Argumentation, ja, wir haben das 23 Jahre gemacht, ja, dann freut euch doch, dass es 23 Jahre gut ging, sich dann so zu empören von wegen, was wollt ihr denn jetzt, finde ich irgendwie nicht so smart, zumal, also klar. Das ist natürlich verständlich, wenn bisher natürlich auch keine behördlichen Auflagen oder entsprechend irgendwelche
mein Briefchen kam von wegen, das durfte ich nicht. Naja, gut, wenn sich aber Zoe, wenn dann so plötzlich, ganz ehrlich, Zoe, Jessie. Guck mal, es gibt Gesetze, ja, wenn du dich jetzt 23 Jahre nicht anschnallst und du wurdest nie angehalten, Glückwunsch, aber wenn dann einmal was passiert ist, ja, aber dann, wenn, weißt dann du wenn, doch, wenn die Polizei 23 Jahre auch mitbekommen hat, dass ich nicht angeschnallt bin und nie was gesagt habe und dann ist er 23 Jahren was sagt, wäre es auch komisch. Die werden ja nicht 23 Jahre unterm Radar geflogen sein und nie hat jemand mitbekommen, dass sie Karfreitag aufhaben. Ja, aber ich finde also dieses, das als Entschuldigung, so ja, aber, finde ich irgendwie so ein bisschen schwammig. Ich meine, ich bin auch gegen das Tanzverbot, ist überhaupt gar kein, ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, auch Jesus hätte nichts dagegen irgendwie, wenn man am Karfreitag tanzen würde. Zumal, man muss ja jetzt auch sagen, dass seit diesem Jahr weniger als 51% der Bevölkerung Teil der Kirche ist. Also es ist das erste Jahr, in dem Kirchenmitglieder in Deutschland keine Mehrheit mehr stellen. Man könnte also darüber reden, ob man dieses Gesetz nicht mal anpassen möchte. Ja? Und das von dieser Seite aufzuziehen, das wäre smart gewesen, aber zu sagen, ja, come on, wir haben es jetzt 23 Jahre so gemacht, wir wollen es aber weiter so machen. Ich kann den Punkt trotzdem irgendwie verstehen, einfach weil ich ihm, wenn man nie ein Strafgeld bekommen hat oder irgendwann mal einen Brief, normalerweise stehst du als Club ja häufiger in Kontakt mit Behörden und Ämtern, erst recht, wenn es um irgendwelche Beschwerden geht. Und wenn das nie kam oder nie richtig gehandhabt wurde und dann so urplötzlich ohne Ankündigung, die haben bestimmt eine Veranstaltung gepostet im Vornherein, hätte man ja schon mal als Ordnungsamt sagen können, ihr dürft nicht. Also ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch anders, aber wenn ich doch weiß, dass das, was ich tue, irgendwie nicht ganz gesetzeskonform ist und werde dann dabei erwischt, dann beschwere ich mich eigentlich auch noch. Ne? Also zumal es ja wirklich, man könnte ja auch sagen, ne, also Tanzverbot, lass es uns doch einfach kippen, weil ich meine, Gesetze kann man natürlich ändern. Ich habe ja, gehört, auf jeden Fall, ich bin da ganz bei dir. Also ne? Das Tanzverbot stellt für mich als bekennende Atheistin auch, ja, hat für mich in meinem persönlichen Leben wenig Relevanz. Wir können jetzt auch den klassischen Witz, ich glaube an nichts, ich bin nur eine Techno-Jüngerin, einfügen. Aber das ist doch irgendwie auch das Harmloseste, einfach zu tanzen. Was gibt es denn Harmloseres als zu tanzen und dann ein Verbot darüber zu verhängen, ist für mich noch mehr abstrus. Ich glaube auch, Jesus hätte auch gedanced. Ich bin mir auch sicher, dass er nichts dagegen hätte und Gott, vor Gott sind alle Tänzer gleich. Aber, weißt du, zum Beispiel habe ich mir halt gedacht, warum die Initiatoren vom Robert Johnson könnten jetzt tatsächlich sich dafür einsetzen, wenn sie das so stört, dass dieses Gesetz geändert wird. Ich meine, wir können es ja auch machen. Lass uns doch eine Petition starten. Dass das Tanzverbot eigentlich, ja, ich denke da nochmal drüber nach. Ich sage nicht gleich nein. Ich meine, why not? Ne? Ich meine, in diesem Land hat sich sehr viel getan. Frauen dürfen mittlerweile wählen, habe ich gehört. Am Karfreitag kann man tanzen. Genau. Wow. Das ist diese Hottentottengesellschaft, von der mich meine Großeltern immer gewarnt haben. Genau. Und du bist auch noch dabei, sie vorantreiben zu wollen. Aber jetzt mal vom Robert Johnson Sodom und Gomorra zum Berghain. Endlich wieder Berghain-Themen. So. Juhu. Da freust du dich, ne? ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass es jetzt über diese, das, was wir als Berghain kennen, also dieses Heizkraftwerk am Wriezener Bahnhof, darüber gibt es gerade so einen YouTube-Kurzfilm. Der genießt tatsächlich auch ziemlich großen Hype, also Tagesspiegel haben darüber geschrieben, City und auch andere Medien. Ich weiß nicht, ich hatte dir den Link geschickt. Hast du da reingeguckt? Nö. Ja, okay, du hast es direkt gepflegt, ignoriert. Ja. Ist auch richtig. Also wertvolle, da du sowieso meine Kunst- und Medienrezeptorin bist und mir immer das beste Feedback gibst, kannst du das erstmal schön für mich gängeln? Du bist mein Gatekeeper für das Gute und das Schlechte. Also ich muss verlasse ich mich auf deine Rezension. Ich muss gestehen, für mich war es ein bisschen wie so eine Mischung aus Blair Witch Project und Spiegel TV-Reportage. Ein Vergleich, den ich so noch nie gehört habe. Ich weiß auch gar nicht, ich hatte den City-Beitrag dazu gelesen und da stand drin, dass die Dreharbeiten 2001 stattfanden. So, und zu den guten alten Zeiten. Dreharbeiten ist auch einfach ein Wort, ja. Also wenn dieses Werk das Wort Dreharbeiten verdient, ja, dann jedes Reel einer 16-Jährigen ebenfalls, ja. Und dann habe ich auch... Influencer-Dasein ist auch ein Job. Ja, ich will das auch nicht herabwerten. Ich war einfach nur so total irritiert, weil die City, die schrieb dann irgendwie, ja, die Geschichte geht um Toni Traum, der spielt Costa, einen Friedrichshainer Jungen aus einfachen Verhältnissen. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, woher weiß die City als allererstes, dass der Junge Costa heißt, aus welchem Stadtteil der stammt und aus welchen sozialen Verhältnissen der herkommt. Das ergibt sich in keinem... Die haben sich anscheinend mit dem Drehbuchautorin und den Regisseurinnen auseinandergesetzt. Ja, dem Pressetext.
Text einfach eins zu eins adaptiert. Und nee, also ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen. Haters gonna hate, aber streng genommen ist es für mich nur so eine Hausfriedensbruch-Dokumentation. Und das ist wahrscheinlich auch der Ursprung dieses Elternhaften für ihre Kindschild an Baustellen. Wie der kleine Junge da durch dieses verlassene Heizkraftwerk rennt. Es gibt nur einen guten Moment. Ganz am Anfang, kennst du diesen MGM-Löwe? Ja, klar. Bei großen Spielfilmen. Mhm. Ne, das ist ja so übrigens eine echte Aufnahme, ne? Das ist ja tatsächlich gedreht worden. Mit einem echten Löwen und echten Menschen, die sich da dann hinstellen mussten mit dem Löwen, diese Aufnahme drehen. Du sagst das so, ich hatte in keinem Moment Zweifel, dass es ein echter Löwe ist, um ehrlich zu sein. Ja, weil es gibt Aufnahmen davon, wie dieses MGM-Logo-Trailer-Ding gedreht wurde. Okay. Das ist natürlich ein bisschen verrückt, weil heutzutage würdest du dir nicht mehr vorstellen, dass da ein echter Löwe auf so einem kleinen Podest sitzt, während links und rechts zwei Menschen stehen und ringsrum ein Kamerateam. Mit einem Löwen in 2 Meter Entfernung. Aber wann wurde es ungefähr gedreht? 1910 ja, oder so? Waren halt vielleicht noch andere 20, Zeiten. Ja. Da waren Löwen auch eine große Kuschelkatze. Genau. Also auf jeden Fall hat man das so ein bisschen nachgestellt mit einem Dinosaurier, kein echter Dinosaurier, vor dem Berghain. Und das waren so die einzigen 3 Sekunden, wo ich mir gedacht habe, okay, ja cool, das kann was. Aber nee, also wenn du es nicht gesehen hast, ich denke nicht, dass du was verpasst. Tatsächlich dadurch, dass du es jetzt so runtergemacht hast, muss ich es mir nachher nochmal reinziehen. Weil vielleicht hat es ja auch so eine Trash-Dimension. Ist da vielleicht so ein doppelter Boden, den man so ein bisschen... Nein. Nee, okay. Nein, Mann. Ich habe also vielleicht... Oder guckst dir nochmal an und du erklärst es mir später. Das ist einfach eine Metaebene, die du nicht gesehen hast. Das ist so. Und auch ganz... Also man denkt, das Footage wäre schlecht, aber der Ton halt auch dazu. Ich verstehe es einfach in seiner Gesamtheit nicht. Ist so. Du verstehst es gesamt. Weil wir packen das, wir packen den Link dazu in die Shownotes, ja. Macht euch gerne ein eigenes Und Bild. Dann erklärt doch mal Jessie, was sie da für eine Mieterebene verpasst hat, wenn ihr sie gefunden habt. Ja, sehr gerne. Ich bin da ja auch lernfähig. Ich bin da ja auch bereit, irgendwie meine Ansichten zu korrigieren. Kommen wir jetzt vom Berghain-Film zum Berghain-Closing. Vom Hauptsache, Wochenende. Wir bleiben beim Berghain. So meinte ich das jetzt nicht. Aber gut, am Wochenende hat Freddie K. das Closing gespielt und das ging nur 6 Stunden. Daraufhin war der liebe Freddy mehr als underwhelmed und fand das nicht fair, wie er das so schön in seinem Facebook-Post geschrieben hat. Er fand es nicht fair, dass er nach 6 Stunden aufhören musste. Und deswegen hat er schon während seines Closings organisiert, dass er woanders weiterspielen darf. Und dann haben sie, während er gespielt hat, organisiert, dass er im Suicide Club mittlerweile weiter auflegen darf. Und alle, die im Berghain-Bändchen haben, dann auch gratis da rein dürfen. Und er dann quasi vom USB-Stick ausstecken aus dem CDJ im Berghain, rübergeflitzt ist im Suicide Circus und da dann mehr oder weniger einen nahtlosen Übergang von seinem Set weitergespielt hat. Das ist eigentlich eine richtig lustige Geschichte. Er hat das auf seinem Instagram-Post, auf seinem Instagram Kanal ja, der hat auch einen gepostet. Ewig langen Post gemacht. Erstmal war nur ein direkt während des Sonntags und war so von wegen, hey Leute, wir machen jetzt noch After Hour Suicide, kommt alle vorbei mit eurem Bändchen. Was an sich ganz lustig ist. Erst recht, wenn es vielleicht eine Story ist aus seinem Bekanntenkreis. Aber wenn es von einem DJ kommt, der fast 40.000 Follower hat, hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Aber ja, ich fand es sehr amüsant. Ich fand es auch sympathisch. Und jetzt im Nachhinein hat er sich nochmal dafür bedankt, was das für ein toller Abend ist und dass er da gerne mit den Menschen so lange Zeit verbracht hat. Aber ja, das... Ich finde es auch lustig, also 6 Stunden, dass ihm das nicht lang genug war. 6 Stunden sind nicht genug. Und dass er währenddessen einfach auch noch wirklich einen Club akquirieren konnte. Ja. Das ist schon auch eine Leistung. Ja, klar. Ich kann es mir ja richtig vorstellen, wie er da die WhatsApp-Gruppen zum Glühen gebracht hat. Ich glaube, da sind genügend Connections da, dass das dann relativ schnell geht. Und der Suicide Club freut sich dann garantiert über so einen kleinen PR-Stunt auch sehr. Ne? Legenden sagen, er spielt immer noch. Genau, das stimmt. Und genau. Can't stop, won't stop. Von einem richtigen Clubbesuch können wir mal wieder zu einem, erinnerst du dich noch an diesen Rave Space? Den hatten wir in Folge 6 unseres Podcasts. Ja. Ja, da waren wir schon nicht so Fans davon. Von dem virtuellen Raven, ne? Genau, ich bringe das nur jetzt wieder auf den Tisch, weil Telekom Electronic Beats, die haben sich auch wieder einen virtuellen Club, Club eröffnet. Beatland heißt der. Es ist halt jetzt irgendwie total der falsche Zeitpunkt, ne? Jetzt seit 3 Wochen ist Freedom. Ich habe teilweise schon komplett vergessen, dass man mal Maskenpflicht im Club hatte und Testen und Impfnachweise vorher. Ich habe meine Corona-App auch schon seit 3 Wochen nicht mehr geöffnet. Ja, es fühlt sich schon fast so ein bisschen vergangen an. Zumindest geht es mir so, erst recht durch die letzten Wochenenden. Es ist auch super voll in den Clubs. Ich habe auch jetzt gestern, als ich durch die Straßen gelaufen bin, ewig lange Schlangen gesehen, selbst vor den kleinsten Club- und Barkneipen.
Und ich habe total das Gefühl, dass es so eine, schon fast so eine vergessene Sache war. Oder ist so ein bisschen. Und jetzt in dem Moment so ein Rave Space aufzumachen, einen virtuellen Rave Space, ist vielleicht nicht der beste. Du, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wir sind halt beide keine GamerInnen. Ne? Wir spielen kein Fortnite, sind sowieso in dieser virtuellen Metaverse auch nicht vertreten. Und jetzt muss man ja sagen, ich denke, Electronic Beats ist ja von Telekom gesponsert. Ja. Und ich glaube, Telekom ist schon daran gelegen, so immer der Early Adopter zu sein. So. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach... Ja, aber der Zeitpunkt ist halt jetzt nicht mehr der beste. Damit hätten sie halt vor 3-4 Monaten kommen müssen. Ja, aber vielleicht sind das so Leute, die da hingehen, die auch sonst nicht so viel am realen Leben vor die Türe gehen. Ich weiß es nicht. Die SozialphobikerInnen, die dann... Aber du hast ja ganz investigativ... Ich habe ganz investigativ mich da angemeldet. 5 Minuten lang? Ja. Erklär doch mal. Ich war schon erstmal sauer, dass man sich erstmal so natürlich einen blöden Account anlegen muss, aber das ist eher so ein Pet-Peeve von mir. Ich hasse es, dass man heutzutage, egal auf was für eine Seite man unterwegs ist, sich immer erstmal einen Account anlegen muss. Ja, irgendwie muss man ja Daten sammeln. Ja, es nervt mich. Und dann musste man sich entscheiden, man konnte es auch weglassen, welches Geschlecht man hat. Genau, es gab natürlich nur die klassischen zwei. Ja. Entweder nimmst du eins von beidem oder keins. Ja, heteronormative Plattform. Mhm. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, warum wollt ihr das jetzt wissen? Als was ich mich eventuell identifiziere? Was hat das für eine Einwirkung auf meinen Charakter? Naja, dann kommst du da in so einen kleinen, weiß ich nicht, Huba-Buba Virtual Space, der so eine Mischung aus, ja, Das sieht tatsächlich eher aus, als wäre es für Kinder gemacht. Ja, es sieht aus wie so ein buntes Minecraft ein bisschen. Mich jetzt nicht angesprochen. Ja, ja, so, weiß ich nicht, Gummibärchen Minecraft. Und ich konnte jetzt auf meinem iPad mich da nicht richtig durchbewegen. Ich schiebe das jetzt mal auf mein Endgerät, mit dem ich das versucht habe zu spielen. Aber ja. Genau, du konntest deinen Charakter zwar zum Hüpfen bewegen. Ja, aber zum nicht bewegen und mich nicht richtig die Welt bewegen. Es war, ich weiß nicht, mich hat es direkt nach 2 Minuten gelangweilt und frustriert. Was sagst du denn zum Line-Up? Ja, Boris Brecher ist mein Lieblings-DJ. Ich fand's ganz gut, weil als die Mikros aus waren, hast du was genau gesagt. Wie kommt denn diese... Wie kommt Boris Brecher zu Electronic Beats? Und, ja. Also sind beide groß genug, dass sie die andere Seite eigentlich nicht mehr brauchen. Aber gut, wer sich dann im Rave-Space mit Boris Brecher... Nee, es ist ja nicht der Rave-Space, es ist anderes. Ist mein, ja, wir wollen... Wie heißt es nochmal? Beatland. Dann kann, wer sich Boris Brecher in Beatland reinziehen möchte, was für ein komischer Name, ehrlich gesagt, der kann sich dann natürlich mit seinem lustigen, eckigen Charakter. Nee, ich glaube, das lag jetzt wirklich auch an dir. Du hast dir nicht mit sehr viel Liebe zum Detail hast du. Aber die waren ja trotzdem alle so ein bisschen eckig, ja, in lustigen Delfin-Tanzbewegungen. Da hätte man mehr rausholen können, ja. Zoe. Den Schuh musst du dir schon anziehen. Ja, also die Experience kommt bei mir nicht so an. Ja. Aber ja, für jeden, der sich nicht raustraut. Vielleicht eine Alternative. Gefällt. Eine Alternative, ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, dass das jetzt erstmal nicht so eine Relevanz hat. Ich habe auch gehört, dass dieses Metaverse sich auch noch nicht so durchgesetzt hat. Das eigentlich außer so Spielcasinos. Meinst du, wir sind so die Menschen, die 1970 oder 1980 gesagt haben, Internet, das setzt sich nicht durch. Man weiß es nicht. Ja, aber es gibt ja schon so Parallelwelten, wo Menschen wirklich Geld reinbuttern. So, und es gibt auch KünstlerInnen, die zum Beispiel auf Fortnite Konzerte spielen, sehr erfolgreich sogar, mit krassen Zugriffsdaten. Ja. Also das rein theoretisch ist es schon möglich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich will nicht, dass wir dann die Technologie-Omas sind, auf die man dann in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren zurückguckt und sagt so, ja, ihr Idioten habt doch mal gesagt, Metaverse wird sich nicht durchsetzen. Naja, komm, aber Real-Life-Experience. Sowas braucht doch niemand. Ich mag auch Print, ich mag auch Vinyl. Ich bin halt mehr so der Freund von Real-Life-Experience. Ja. Ja, also ich glaube, dass sowas vielleicht erst wieder ein bisschen Relevanz hat, wenn wir vielleicht doch mal wieder Richtung Lockdown oder irgendwelchen Corona- Schutzmaßnahmen segeln Richtung Herbst und Winter. Okay, wir behalten Zoes Vorhersage kritisch. Vielleicht wird das Line-Up bis dahin ja dann auch besser und dann gucke ich nochmal rein. Nee, der spielt jetzt jeden Abend nur noch dort, so ein bisschen wie Britney Spears in Las Vegas. Kommen wir von der einen Plattform zur anderen, weil der Streaming-Anbieter Spotify, der ist ja auch dafür bekannt, immer wieder neue kreative Wege zu finden, um Artists um ihre rechtmäßigen Tantieme zu prellen. Jetzt ist der neueste Clou Fake Artist. Zoe, wir haben uns so ein bisschen darüber unterhalten. Möchtest du es nochmal in einfacher Sprache erklären? Danke, ich wollte gerade sagen, ja, wir haben uns darüber unterhalten, beziehungsweise du hast es mir erklärt, weil ich stand auf dem Schlauch. Ich habe es beim ersten Mal, ich musste gestehen, ich habe es auch erst 3-mal durchgespielt, bis ich verstanden habe. Danke, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Nee, aber weißt du, ich habe mich
gefragt, wer kommt denn auf sowas? Also wir erklären gleich noch genau, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Aber ich frage mich, hat man da vielleicht irgendwo eine Abteilung, so angebunden am Marketing, die nächste Tür zu Special Finance? Special Rip-Off Department. Ja, Department der krummen Dinger. Nee, diese Fake Artists sind halt einfach nur KünstlerInnen, die man dafür bezahlt, dass sie im meisten Fall sind es instrumentale Stücke. So, und die packt man dann in die Playlists. Und wenn du da so 2, 3 Fake Artists hast, dann kann man da tatsächlich schon viel Geld sparen, weil es sind 2, 3 KünstlerInnen weniger, denen man Geld bezahlen müsste für ihre Musikstücke. Also die KünstlerInnen, die werden dafür bezahlt, dass sie ihre Rechte freigeben sozusagen und keine Tantiemen mehr für ihre Lieder bekommen. So wie normalerweise die Artists, die auf den Plattformen sind, ja für jeden Track, den sie releasen und der dann auch gespielt wird, eben die Tantiemen bekommen. Und die bekommen sie dann eben nicht mehr. Und dann werden diese Playlists, wenn da noch andere erfolgreichere KünstlerInnen drin sind, natürlich hochgerankt und dadurch bekommen auch diese No-Name-Songs oder diese rechte freien Songs ein besseres Ranking, müssen aber nicht mehr bezahlt werden, werden aber dadurch gleichzeitig auch erfolgreicher und auch mehr gehört, was bedeutet, dass es mehr HörerInnen auf Spotify gibt, die mehr tantiemfreie Musik hören, was wiederum große Einsparungen für Spotify ergibt. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Absolut korrekt, Zoe. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Spotify streitet das Ganze natürlich ab, aber es gibt Musikjournalistinnen, die das belegen können. Mhm. Und man beobachtet wohl auch Tendenzen, dass auch Labels sich jetzt diese Praktiken aneignen. Denn zum Beispiel auch Labels haben ja, weiß ich nicht, Universal, Deutschrap, keine Ahnung, NewcomerInnen. Und wenn sie dann da eben auch lizenzfreie Musik reinpacken, dann spart auch das Label Geld. Ich liebe das. Ja. Das ist ja eine wirklich tolle Idee. Ich meine, KünstlerInnen sind sowieso schon so überbezahlt. Das ist ja tatsächlich so. Und gerade von Spotify. Also was die da an Geld in den Arsch geblasen bekommen von Spotify, ist wirklich unbelievable. Da sollten wir dringend einen Riegel vorschieben. Das denke ich auch. Ja, finde ich gut. Was ist denn sonst noch so passiert in dieser Woche? Die Sonne ist wieder da und die Blätter an den Bäumen. Das ist sowas, was mich, ich bin jedes Mal überrascht, wie schnell es geht. Der Frühling, guck mich nicht so an. Jedes Jahr bin ich, wow, nach 3 Tagen sind Blätter da. Was mich aber freut, weil am Wochenende ist richtig viel los in der Stadt und die ganzen Open-Air-Locations, jetzt erkennst du auch meinen Übergang, was ich vorhatte. Ah ja, okay, verstehe ich. Open-Air-Location, Blättern an dem Baum. Ja, es ist, ich finde es immer ein bisschen trostlos, wenn es schon so langsam anfängt, ein bisschen sonniger und wärmer zu werden im März, aber alles ist noch so richtig kahl und kalt und grau, auch wenn die Sonne da ist. Das ist noch nicht so der richtige Open-Air-Vibe. Wenn es aber dann langsam anfängt mit den Knospen, dann wird es auch wieder schön in Open-Air-Locations, wie zum Beispiel in der Else. Die hat nämlich dieses Wochenende auch wieder auf. Genau, die Else hat auf. Und was man nicht vergessen darf, ist 1312 Plank Street. Das ist ja der 3-tägige Geburtstag, also 3 Tage und 3 Nächte. Geht die Geburtstagssause im About Plank. Happy Birthday, Plank. Ja, definitiv. Dieser Club, an dem keine Autobahn entstehen soll, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, die kämpfen natürlich noch ganz doll, das Plank und die Renate natürlich auch. Genauso wie die Zukunft, wobei die Zukunft, so wie es aussieht, sowieso schon früher dahin scheiden wird. Weil ich da natürlich noch anderes hoffe, aber gut, mal gucken, was da mit der Autobahn und den 3 Clubs wird. Wirst du denn dann mit Kirschblüten im Haar im Garten im Plank so vor dich hin tanzen? Klar, mich wird man bestimmt am Wochenende da rumhopsen sehen. Okay, dann also würde ich sagen, war es das jetzt von unserer Stelle. Möchtest du noch einen frechen Voting-Aufruf machen? Unter der Nummer 00000. Könnt ihr anrufen und für uns voten. Nein, auf der Website deutscher-podcastpreis.de könnt ihr unter der Kategorie Lifestyle immer noch für uns abstimmen bis zum 8. Mai. Vielen Dank dafür. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feiere, bis ich kotze.